Guten Morgen, ich bin Eduard Habsburg und ich möchte Ihnen heute einen ganz spannenden Saal vorstellen. Einer der schönsten Räume der Welt für mich, in einem ganz außergewöhnlichen Schloss, nämlich in Tratzberg. Das ist der Habsburger Saal und ich zeige ihn Ihnen zuerst einmal. Es ist ein großer Schlosssaal mit einem endlos langen großen Stammbaum, der aus der frühesten Zeit der Habsburger stammt und ungefähr bei Kaiser Maximilian und seiner Frau, genau genommen beim späteren Karl dem V. endet. Es beginnt hier oben, da sehen wir Rudolf von Habsburg, unseren Ahnvater, der Ottokar von Böhmen mit einem Schwert ersticht. Das hat er natürlich nicht wirklich, das war die Schlacht bei Dürnkrut. Ottokar von Böhmen ist damals wirklich zu Tode gekommen und das war der Anfang der Habsburger Herrschaft, aber er hat ihn nicht eigenhändig erstochen. Sowas machen Habsburger nicht. Andererseits gibt es auch welche, die das tun und das hier oben ist Johann Parricida, der seinen Onkel, den damaligen Herrscher, erstochen hat, weil er sich um sein Erbe betrogen gefühlt hat. Der Stammbaum geht dann weiter, geht die Wände entlang und gewisse Elemente werden recht bald klar. Das eine ist, es gibt grüne Stammbaumäste und dann gibt es braune. Die grünen führen zu männlichen Nachkommen, die braunen führen zu weiblichen, weil hier die Familie sozusagen nicht weitergeht. Ein weiteres Element ist auch, dass manche von den Figuren vor blauen Wolken stehen. Und hier sehen wir zum Beispiel auch Albrecht, der in der Hand hält einen grünen Ast, der führt in der Familie weiter, einen braunen, der zu einer Tochter führt. Die blaue Wolke bedeutet, es sind direkte Vorfahren von Maximilian. Warum eigentlich Maximilian? Weil die Besitzer des Schlosses damals, die Tenzels, das Schloss von Maximilian bekommen hatten und aus Dankbarkeit und weil sie gewusst haben, dass er Genealogie geliebt hat, einen solchen Stammbaum für ihn gemalt haben. Dieser Habsburger Jörg, ein Kind Albrechts des V., ist besonders hübsch, weil er einen kleinen Vogel auf der Hand sitzen hat. Ja, interessant wird es eigentlich erst jetzt, wenn wir in die historische Zeit kommen. Alle Bilder davon sind nämlich eigentlich Fantasiebilder. Jetzt werden die Porträts auch ein bisschen ähnlicher. Und hier haben wir Friedrich III. Friedrich III., der der Vater von Kaiser Maximilian war und neben ihm seine Frau, eine Prinzessin von Portugal. Und Friedrich III. Ist der Erste, wo man sagen kann, ja, die schauen einigermaßen so aus, wie sie wirklich ausgesehen haben. Und wir betrachten auch das wunderschöne, vermutliche Eichkatzel und auch das Kaninchen. Gehen weiter und kommen schließlich zu Kaiser Maximilian.